dienstlichen Zusammenarbeiten sowohl mit den USA als auch mit Großbritannien auf dem Spiel stehen, wenn sie uns weiterhin vollständige oder jedenfalls halbwegs vollständige Akteneinsicht gewähren. Die Indiskretion, die gleichzeitig ja mit der Information von gestern Abend gelaufen ist, heute Morgen steht es in der Zeitung, stammt ganz offensichtlich, wenn man sie ernst nehmen kann, vom Bundesnachrichtendienst oder vom Kanzleramt. Und sie kann nur eine Bedeutung haben, dass man dieses Bedrohungsszenario in die Öffentlichkeit tragen will und damit versucht, den Untersuchungsausschuss zu disziplinieren. Das darf nicht sein. Wir können uns das nicht gefallen lassen. Es hat auch in früheren Untersuchungsausschüssen, wo es um Geheimdienste ging, solche Versuche gegeben. Wir haben dem immer erfolgreich Widerstand geleistet und werden das auch hier wieder tun. Wie kommen Sie darauf, dass der Bundeskanzleramt das hier besucht? Naja, also der Bundesnachrichtendienst untersteht dem Bundeskanzleramt. Die Informationen, die gestern gegeben worden sind, jedenfalls ein Teil davon, stehen heute Morgen in der Zeitung. Da bleiben nur wenige Stunden dazwischen. Der Fokus beruft sich ja auf eine Information aus dem Bundesnachrichtendienst oder jedenfalls von dieser Seite. Davon muss man jetzt ausgehen, weil die Obleute, das ist jedenfalls meine Wahrnehmung, waren nach dem gestrigen Abend vor allen Dingen erstmal bemüht, die Konsequenzen daraus zu ziehen. Und von daher kann die Information eigentlich nicht stammen, die heute in der Zeitung steht. Wie soll ich diese gezielte Information sonst anders verstehen?